Wir sehen, dass zunehmend die Akzeptanz für den Wolf in Deutschland steigt. Und was wirklich interessant ist, dass die Menschen sich auch nicht nur Gedanken darüber machen, ist es gut oder schlecht, dass der Wolf da ist, sondern wirklich auch sich Gedanken machen, was brauchen wir, um in Zukunft mit dem Wolf weiterleben zu können. Insgesamt sehen wir, dass weit über 70% der Menschen die Rückkehr des Wolfes befürworten. Das lässt sich tatsächlich sehen. Was wir feststellen ist, dass wir in den neuen Bundesländern eine etwas schlechtere Akzeptanz haben. Also sprich, da wo Wölfe wirklich in der Fläche sind, ist die Akzeptanz etwas niedriger. Am niedrigsten ist es tatsächlich in Sachsen mit 58% Zustimmung zum Wolf. Was natürlich uns zeigt, dass wir weiter an Informationsarbeit und Vermittlung über Fakten vom Wolf reden müssen. Ich denke, wir können mit dem Wolf umgehen, denn wir haben den Vorteil, dass wir nicht die Ersten sind in Europa, die mit dem Wolf zu tun haben. Wölfe sind zurückgekommen, nachdem sie unter Schutz gestellt wurden in vielen Bereichen in Europa, und wir können natürlich von Erfahrungen profitieren. Trotzdem ist natürlich klar, dass wir unter unseren Umständen uns auch anpassen müssen. Wir müssen neue Erfahrungen sammeln und die natürlich auch in das Management mit einbringen. Ich denke, Akzeptanz hängt letzten Endes von tragfähigen Lösungskonzepten ab. Es ist natürlich klar, dass dort in der Fläche, wo Wölfe sind, auch Probleme entstehen. Und diesen Problemen zu begegnen, ist letzten Endes auch die Antwort auf die Akzeptanz von Wölfen. Deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir besonders in den Bereichen Herdenschutz tragfähige Lösungskonzepte schaffen, die auch Bestand haben über die Jahre und nicht nur über die Laufzeiten von Förderprogrammen zum Beispiel. Im Prinzip ist der Wolf als FFH-Art sozusagen Behördenaufgabe. Das heißt, viele Dinge, die das Leben mit den Wölfen regeln, müssen durch Behörden initialisiert und durchgeführt werden. Wir wissen, dass es nicht immer so schnell geht, wie wir uns das wünschen. Und deshalb sieht der WWF es auch als Aufgabe an, gesamtgesellschaftlich aktiv zu werden. Wir versuchen das in verschiedenen Bereichen, in der Informationsarbeit für die allgemeine Bevölkerung, aber auch besonders zielgruppenspezifisch, wenn es darum geht, mit der Jägerschaft zusammenzuarbeiten oder auch mit Nutztierhaltern, zum Beispiel im Herdenschutz.